Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Video auf Lingofilia. In diesem Video kann ich euch endlich mein erstes Buch zu der albanischen Sprache des Kosovos präsentieren. Ich habe es gleich hier. Ich habe das Buch über die letzten paar Monate geschrieben und jetzt ist es endlich fertig und erhältlich. Es heißt Einstieg ins Kosovo-Albanische. Auf dem Cover kann man eine kosovarische Stadt sehen, also eine Stadt aus dem Kosovo. Das ist Prizren, das ist eine Stadt im Süden des Kosovos und da gibt es eine Festung oben, wo man hochgehen kann. Und von da aus habe ich dieses Foto geschossen und ja, ich bin sehr stolz, euch jetzt endlich dieses Buch präsentieren zu dürfen. Das Buch hat etwa 100 Seiten, ein bisschen über 100 Seiten, also man kann es gut durchblättern und durchgucken. Es ist sehr übersichtlich, es ist nicht zu dick, finde ich. Also es ist auch gut für Laien geeignet. Wenn man nicht so viel Ahnung über Sprache, Grammatik und so weiter hat, kann man es sich trotzdem angucken und man sollte dem trotzdem folgen können. Weil alles ist sehr deutlich mit Beispielen erklärt und alles ist ja auf Deutsch erklärt und so weiter. Man hat irgendwelche Tabellen mit Erklärungen auf Deutsch und auf Albanisch. Und man hat auch Beispielsätze und so weiter. Es ist alles zu finden zu allen möglichen Themen der Grammatik. Und deswegen, ja, hoffe ich, dass es euch helfen wird, wenn ihr Kosovo-Albanisch lernen möchtet. Außerdem findet man etwas auf dem Buchrücken. Also hier ist ein kleiner Text. Den findet man auch auf Amazon, wo man das Buch kaufen kann. Hier auf dem Buchrücken steht: Das Buch Einstieg ins Kosovo-Albanische stellt einen Grammatiküberblick der albanischen Varietät des Kosovos für Interessierte, Lernende oder auch Albaner dar. In diesem Buch sind die wichtigsten Strukturen des gesprochenen Dialekts mit vielen Beispielen erklärt, sodass auch Laien folgen können. Das Kosovo-Albanische ist Teil des Gegischen. Das Gegische wird auch in Nordalbanien, Südmontenegro und Nordmazedonien gesprochen, während das Toskische in Südalbanien, in Teilen Griechenlands und Süditaliens gesprochen wird. Und ja, auf der Rückseite findet man auch ein Bild aus Prizren. Das ist ja dieser bekannte Fluss, der durch die Stadtmitte fließt. Und hier noch ein Bild von mir und ein kleiner Text über mich. Und ja, also das ist das Buch. Ich kann euch noch das Inhaltsverzeichnis zeigen. Das findet man hier gleich am Anfang. Also genau, hier ist das Inhaltsverzeichnis und da kann man sehen, was ich so im Buch beschreibe. Also alles zur Grammatik, was es so zu wissen gibt. Am Anfang so ein bisschen einführen zur albanischen Sprache und dann kommt viel zur Grammatik. Also das geht hier noch weiter und ganz am Ende hat man eben hier drei Beispieltexte auf Kosovo-Albanisch mit deutschen Übersetzungen. Das kann ich euch auch kurz zeigen. So sieht das dann aus. Also hier hat man das Kapitel Fragen stellen, wie man Fragen stellt auf Albanisch. Und hier sind die Beispieltexte mit Übersetzungen. Also hier ist der erste Beispieltext, Jeta n Karton. Das ist dann der Text. Und auf der nächsten Seite findet man die Übersetzung. Also man findet dann jeden Satz einzeln auf Albanisch und danach auf Deutsch. Und so sollte man dann den Text besser nachvollziehen können, selbst wenn man noch nicht ganz perfekt Albanisch spricht. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Buch gefallen wird. Ich werde den Link in die Videobeschreibung packen. Ihr könnt es auf Amazon finden, einfach Einstieg ins Kosovo-Albanische googeln und dann werdet ihr das Buch als Taschenbuch finden, wie hier, wie ich es in der Hand halte, oder auch als E-Book. Also wenn ihr zum Beispiel lieber E-Books liest, dann könnt ihr euch auch das E-Book holen. Das könnt ihr natürlich überall leicht mitnehmen oder halt als Taschenbuch ist es auch erhältlich. Und ja, so könnt ihr natürlich mich auch unterstützen, wenn ihr wollt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr euch das Buch holt. Ich denke, man kann damit viel lernen. Und ja, im Entstehungsprozess habe ich auch viele Menschen befragt. Also es sollte sehr informativ sein und einen guten Überblick über das Kosovo-Albanische geben. Das ist das erste Buch zum Kosovo-Albanischen. Ich werde wahrscheinlich noch mehrere Bücher zum Kosovo-Albanischen veröffentlichen. Ich arbeite jetzt bereits an einem weiteren Buch, da möchte ich aber noch nicht zu viel verraten. Das kommt wahrscheinlich auch noch irgendwann dieses Jahr raus. Wahrscheinlich bald, in ein, zwei Monaten vielleicht schon, wenn alles gut läuft, mal gucken. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich freue mich jedenfalls über eure Unterstützung. Vielen Dank, Faliminerischum. Und ich hoffe, dass es euch gefallen wird. Wie gesagt, die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Auch, ihr könnt mir auch auf Instagram folgen, @gegnishtja. Da poste ich wahrscheinlich auch noch was zum Buch. Und sobald ich 1000 Abonnenten erreiche, vielleicht habe ich das schon, wenn ich das Video hochlade, ich weiß es nicht. Jedenfalls, dann wird es auch ein Gewinnspiel geben. Ich möchte das Buch einmal verlosen. Das werdet ihr dann auf Instagram verfolgen können und da mitmachen können, wenn ihr wollt. Das werde ich da bekannt geben auf Instagram, @gegnishtja.
Und ja, wenn ihr euch dann, ja, wenn ihr euer Glück da versuchen wollt, könnt ihr euch da auch, könnt ihr da mitmachen und vielleicht sogar ein Buch gewinnen. Genau, das ist alles für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es freut mich sehr. Und ja, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Bis zum nächsten Mal auf LangoPhilia.